Hallo zusammen! Zeit mal wieder für ein How-to-Skat-Video, ein Erklärbär-Video. Und da habe ich heute ein Thema mitgebracht, zu dem ich relativ regelmäßige und relativ konkrete Rückfragen bekomme. Es geht um nicht mehr, aber auch nicht um weniger, als um das Drücken in einem relativ häufigen und klar umrissenen Szenario. Und da wird der eine oder andere vielleicht aufmerken und sagen: Hey, Moment mal, dazu gab es doch schon ein Video. Und das ist absolut richtig. Und ich habe es auch gerade selber nochmal recherchiert. Das ist schon ziemlich genau 4 Jahre her. Eins meiner ersten Skat-Videos, kleine Ursache, große Wirkung. In dem beschäftige ich mich genau mit dem gleichen Thema. Allerdings ist ja erstens der Kanal inzwischen deutlich gewachsen und zum anderen gibt es da auch einen Aspekt, den ich in diesem ersten Video noch gar nicht so berücksichtigt habe und deswegen erlaube ich es mir, das Thema jetzt nochmal hier auf den Tisch zu packen und versuche das so umfänglich wie möglich und von allen Seiten zu beleuchten. Worüber genau wollen wir denn jetzt eigentlich sprechen? Es geht uns um ein stabiles Spiel, bei dem wir davon ausgehen können, dass wir es gegen eine Normalverteilung fast immer gewinnen. Also es geht uns nicht jetzt um irgendeine Kirsche, die wir mit einer besonders kreativen oder innovativen Drückung ins Ziel schleppen wollen, sondern um ein sehr gutes Spiel. Und die typische, prototypische Ausgangssituation dafür ist ein Sechstrümpfer. Ich habe es hier mal hingelegt in Herz. Herz 10 zu 4, die beiden mittleren Buben. Es kann aber auch jede beliebige andere Sechstrumpfkonstellation sein. Und an der Seite befindet sich dann häufig noch ein mehr oder weniger stabiler Drilling. Also Kreuz Ass 10 Lusche, das wäre schon ziemlich stark. Es gehen beliebige andere Drillingskonstellationen, die nicht ganz so stark sein müssen. Trotz alledem ist klar, das hier sind an sich unsere guten Karten, bei denen typischerweise keine von gedrückt wird. Und dann ganz häufig, dass wir eben noch drei weitere Problemzonen haben, von denen wir ja zwei durch das Drücken eliminieren können. Ja, und hier ist dann eben die Frage, wenn es in diesem Beispiel eben drei Luschen sind, macht das überhaupt einen Unterschied, welche ich da drücke? Der unerfahrene, unbedarfte Spieler mag an die Sache rangehen und sagen, ist doch jetzt reiner Zufall, ist doch ganz egal, welche ich drücke. Oder sogar noch schlimmer, ganz oft schon gesehen, der unerfahrene Spieler greift erstmal zu dem Blanker und sagt, der hier, der wird Soldat. Ja, und dann nehme ich ihm noch eine Karo dazu und das ist dann die Drückung. Damit wird dann der Herz angesagt. Und wenn das passiert, dann ist das Kind eben schon in den Brunnen gefallen. Dann ist schon eine deutlich schwächere Drückungsvariante gewählt worden, als möglich wäre. Es ist eben so, dass in diesem Szenario mit einer einzelnen und zwei in einer Farbe es immer zu empfehlen ist, diese beiden Karten einer Farbe zu drücken. Also so den Herz anzusagen mit der Piklusche. Und warum ist jetzt diese Piklusche in der Hand besser als eine Karolusche? Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist folgender, dass ihr in Karo, wo ihr zwei Karten habt, eben sich fünf Karten in den Händen der Gegner befinden und in Pik befinden sich in den Händen der Gegner sogar sechs Karten. Und wenn es eine Normalverteilung ist, dann ist meistens gar nichts los. Also in vielen dieser Spiele macht das keinen Unterschied, aber ab und an ist die Karte dann eben doch nicht so günstig für euch verteilt. Das typische Beispiel ist, dass ein Spieler der Gegner nur eine einzelne Karte hat und der andere den Rest. Und in Karo wäre das schon möglich, indem die 4 zu 1 verteilt sind. Und dann kann es eben passieren, der eine spielt seinen blanken Karo auf, der andere geht ran, ihr müsst einmal bedienen, wenn ihr so gedrückt habt. Auf die 10 stecht ihr jetzt und dann kommt es schon zum Überstich. Und wenn das jetzt etwa der Spieler ist, der sogar nur Trumpf kürzer ist, also zwei oder gar einen Trumpf hat, der da übersticht, dann habt ihr das Ding schon ziemlich sicher an die Wand gefahren. Und dieses Risiko könnt ihr eben nicht komplett vermeiden, aber minimieren, indem ihr die beiden Karos drückt. Denn damit das Szenario in Pik eintritt, müssten die fehlenden Karten schon 5 zu 1 verteilt werden. Und da könnt ihr euch vielleicht selber schon vorstellen, dass das von der Wahrscheinlichkeit ein deutlicher Unterschied ist, ob du 6 Karten 5 zu 1 verteilst oder ob du 5 Karten 4 zu 1 auf die Hände verteilst. Das ist fast doppelt so wahrscheinlich, dass euch da im Karo dieses ungünstige Szenario ereilt wie in Pik. Das sind, wenn man so will, die harten Fakten. Es gibt natürlich auch noch die weichen Fakten und die sagen, in Karo, wenn ihr die beiden gedrückt habt, werden die Gegner euch deutlich häufiger eine Karo-Karte zutrauen, da sie ja selber eine Karte weniger im Blatt haben. Mit anderen Worten, es ist die Wahrscheinlichkeit auf lange Sicht deutlich größer, dass ihr in Karo auch volle Karten angeboten bekommt und nicht. Und beziehungsweise umgekehrt, dass in Pik da erstmal nicht so viele Augen auf den Tisch kommen. Und beides ist ja dann zu euren Gunsten.
So gesehen, abschließend zu dem Szenario, selbst wenn ihr hier in Pik etwa nicht die Lusche hättet, sondern ein blankes Bild, kann man das mal gut überlegen, trotzdem die beiden Karos zu drücken und das Bild sogar im Blatt zu halten. Und ein ganz ähnliches Szenario, ein bisschen abgewandelt, wäre etwa, wenn sich da drei Bilder im Blatt befinden, dann könntet ihr jetzt natürlich genauso argumentieren. Klar, erstmal aufgrund der eben beschriebenen Sichtweise empfiehlt es sich, die beiden Karos zu drücken. Jetzt kommt aber eben schon ein weiterer Aspekt hinzu, und das ist folgender: Wenn ihr hier so rumdrückt, dann können zwar auf die Karo Dame 24 Augen fallen, genauso wie auf eine blanke Pik Dame auch, aber es werden die Gegner relativ selten tatsächlich zwei volle auf dem Tisch liegen. Das trauen sie sich nicht so oft, das passiert relativ selten. Und wenn ihr dann eben den Karo König mitgedrückt habt und die Dame noch in der Hand habt, dann können da tatsächlich nur 14 Augen fallen, wenn die Gegner eben nur einen vollen auf den Tisch legen. In Pik könnten trotz alledem 18 Augen fallen. Also, das ist ein weiterer Aspekt, den es zu kennen und gegebenenfalls zu berücksichtigen gilt. Ja, und jetzt nochmal zu dem Szenario, was ich in meinem ersten Video noch gar nicht so richtig abgedeckt habe. Das ist folgendes: Es ist eine 10 im Spiel. Und eine 10 ist ja eine so wichtige Karte, weil es einer der 8 Vollen ist, die häufig schon spielentscheidend sind, dass es ein echter Gamechanger ist. Und deswegen, wenn ihr eben so eine Konstellation habt, dann ist es nicht so, dass ihr die beiden Karos drücken solltet, auch wenn die Farblängengeschichte natürlich genau so ist wie erläutert, sondern dann solltet ihr trotz alledem die Karo 10 und die Pik Lusche drücken, mit der Begründung, dass auf der Karo Lusche jetzt maximal 15 Augen fallen können, auf der Pik Lusche 21. Aber nicht nur das, auf die Karo Lusche, die ihr in der Hand habt, wird ja gar nicht immer überhaupt ein voller fallen, denn wenn ihr im Spielverlauf selber damit antreten müsst oder auch wenn die Gegner im Spielverlauf vielleicht schon die Stechfarbe Pik gefunden haben, dann werden sie häufig auf eure 10 schneiden, da sie ja nicht wissen können, hundertprozentig sicher, dass die gedrückt ist. Das heißt, ihr werdet die Karolusche häufig für deutlich weniger Augen los, als das mit der Piklusche der Fall wäre. Und ja, dieses Motiv ist eben in dem Fall einfach stärker als das andere, beziehungsweise diese Chance versus dieser Drohung. Die ist besser, wenn ihr in dem Fall eben diese Karolusche in der Hand behaltet. Ja, und auch hier gibt es jetzt natürlich wieder so ein paar Randvarianten, wo dann auch noch Bilder mit reinspielen. In einer Situation wie dieser, wo ihr dann noch ein Bild mit dabei habt, hat es sich, sage ich mal, schon unter den Topspielern so etabliert, dass dann wiederum Karo 10 und König zu drücken wieder eine Ecke stärker ist und die Pik Lusche im Blatt behalten werden kann, weil tatsächlich gar nicht so oft da die 21 Augen drauf fallen. Das heißt, daran könnt ihr schon erkennen, dass das natürlich ein Stück weit auch um Nuancen hier geht, um kleine Vor- oder Nachteile, die da erkannt werden. Es mag auch ein Spiel geben, was im Trumpf oder in der Beikarte schon wieder so viel schwächer ist, dass ihr vielleicht so rumdrückt, weil ihr es nur zu gewinnen könnt, wenn ihr diesen Karo-Stich nach Hause bekommt. Also in dem Bereich gibt es, wenn man so will, diese beiden Motive, die da zu berücksichtigen sind. Und damit habe ich euch jetzt, denke ich, einiges an Handwerkszeug an die Hand gegeben. Letztlich mache ich ja hier sowieso nur Empfehlungen und ihr trefft im Spiel Entscheidungen.